Die Entstehung von Planeten ist eines der wichtigsten Themen der modernen Astronomie. Nachdem wir jetzt fast 200 Planetensysteme um andere Sterne herum gefunden haben, ist man natürlich wirklich daran interessiert, so etwas wie ein Standardmodell für die Entstehung von Planeten zu finden. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt keins. Ein Felsenplanet wie die Erde, so wie unser eigener Planet, ja, entwickelt sich offenbar auf völlig andere Art und Weise als ein Planet wie der Jupiter, ein riesengroßer Gasplanet. Also wir müssen ganz stark unterscheiden zwischen Planeten mit richtigen, ordentlichen Felsen oder Gasplaneten. Wie entwickelt sich ein Planet wie unsere Erde? So ein Brummer wie unsere Erde, den gibt es nicht auf einmal. Der ist gewachsen. Jetzt dachte man, ursprünglich dachte man, na, der wächst so ganz langsam, der ist so aufeinander sozusagen förmlich aufgebrannt. Ne? So Schale für Schale für Schale. Davon ist man heute längstens entfernt. Und zwar weiß man aus den Überresten von Einschlüssen in sogenannten kohligen Chondriten, das sind mit die ursprünglichsten Arten von Meteoriten, die man im Sonnensystem finden kann, da gibt es Einschlüsse, die sind besonders Calcium- und Aluminiumreich. Und das sind die ältesten, die man kennt. Die sind 4,556 Milliarden Jahre alt, plus minus 2 Millionen. Also schon ziemlich genau. Und die sind Einschlüsse, die sind, das ist so wie, als wenn was verschmolzen ist, förmlich zusammengebacken. Deswegen ist die Standardfolklore heute über die Entstehung von Planetensystemen folgendermaßen: Es entwickelt sich alles aus kleinsten und aberkleinsten Teilchen. Und die backen zusammen. Warum backen die zusammen? Wieso ändert sich da die Temperatur auf einmal? Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir das Ganze in einem größeren Szenario bedenken müssen. Wir müssen nämlich uns zurückversetzen in eine Zeit, als in einer Gaswolke ein Stern entstand, aus dem später die Sonne wurde, und um diesen Stern herum aber sich in einer Gas- und Staubscheibe die Planeten bilden sollten, aus denen dann später eben das Sonnensystem wurde. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, was sich entwickelt, nämlich der Sonne, und um die Sonne herum eine Gasscheibe, die sich im Wesentlichen zunächst einmal abkühlt. So, das ist aber nicht alles. Sondern nach einer gewissen Zeit wird die ursprünglich ja nur als Gasball vorhandene Sonne anfangen zu leuchten. Sie wird ihre Umgebung erstrahlen lassen und sie wird vor allen Dingen jede Menge Energie auf das Material in der Scheibe herum transportiert haben und wird damit grundsätzlich erstmal die Temperatur erhöht haben. Temperaturerhöhung heißt, das Zeug, diese kleinen Staubteilchen fangen an, lösen sich auf, schmelzen auf, können miteinander, wenn sie zusammenstoßen, noch größere Steinchen bilden. Die werden dann wieder aufgeschmolzen, können mit kleineren Steinchen zusammenstoßen. Und so hat man das Zusammenstoßen von Teilchen. Man spricht von einem hierarchischen Wachstum. Das heißt, es gibt immer eine Hierarchie, es bilden sich kleine Brocken aus. Aus diesen kleinen Brocken wird die nächste Hierarchie, das sind schon größere Brocken. Und so bilden sich immer größere und größere und größere Brocken. Heutzutage ist man der Meinung, dass die Protoplaneten aufgebaut sind aus Embryos. Aus Planetenembryos. Die haben vielleicht, na, sind wir großzügig, ein Tausendstel, möglicherweise bis zu einer Hundertstel Erdmasse gehabt. Aber die sind aufgebaut worden aus, ja, zunächst mal aus Fußbällen, die zusammengestoßen sind. Dann hat man sowas wie eine Medizinball große Menge gehabt. Dann sind die Medizinbälle zusammengestoßen, dann sind Eigenheime zusammengestoßen, also im übertragenen Sinne. Einfach Felsbrocken von der Größe. Irgendwann sind Fußballstadien zusammengestoßen und zu guter Letzt sind halt Brocken zusammengestoßen, die 30, 40, 70, 80 Kilometer groß waren. So, und jedes Mal ist die Bewegungsenergie der Stoßpartner in Wärme verwandelt worden. Das ist das große Geheimnis. Die sind zusammengestoßen, haben sich gegenseitig dadurch aufgeschmolzen, zumindest an den Oberflächen aufgeschmolzen, und sind die aneinander hängen geblieben. Das waren also nicht solche Gesteine, wie man sie hier so rumsieht, ja, so Brocken, sondern das waren schon an ihrer Oberfläche stark aufgeschmolzene Gesteine, die dadurch einen sehr starken Hang hatten, aneinander kleben zu bleiben. Denn stellen Sie sich mal vor, da brettern zweimal das Allianzstadion in München mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Sekunde aufeinander. Die werden ja eigentlich zerschlagen. Nein, das ist nicht so, sondern die waren eben sehr flexibel, sehr fließfähig schon, weil eben durch die Einschläge ihre Oberflächen ständig aufgeschmolzen wurden. Und so war das natürlich auch bei diesen Protoplaneten, bei diesen embryonalen Planeten, die vielleicht, ja, wie gesagt, ein Hundertstel Erdmasse hatten. Als die zusammenstießen, da entwickelten sich große Brocken. Jetzt will ich nur noch mal daran erinnern, die Kraft, die hier am Berg ist, ist die Gravitation. Die Gravitation ist eben proportional zur Menge der Teilchen, die sich in bestimmten Volumen befinden. Also wenn in dieser ursprünglichen Gasscheibe mal irgendwo eine kleine Verdichtung gewesen sein sollte, dann war die eben attraktiv für alle anderen Teilchen, die in der Nähe waren.
So wuchs das an. Aber irgendwann waren natürlich nur noch Embryoplaneten übrig und diese Embryoplaneten wuchsen zu größeren und immer größeren Planetenformen. Der größte Gesteinsbrocken im Sonnensystem ist vermutlich der Kern von Jupiter. Vermutlich. Der hat so 20 Erdmassen. Das ist das, was man also so typischerweise vermutet. Man weiß es nicht, weil Jupiter ist ein Gasplanet. Das ist eine ganz andere Sorte. Der größte Gesteinsplanet ist die Erde, also der reine Gesteinsplanet. Und man muss sich jetzt also vorstellen, vor 4,6 Milliarden Jahren, die Gasscheibe fängt langsam an, sich um die Sonne herum zu bilden. Vor 4,557 Milliarden Jahren bilden sich diese Staubteilchen da innen drin. Vor 4,5 Milliarden Jahren gibt es die ersten embryonalen Zusammenstöße. Da liegt also eine Urerde vor. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei der Erde, weil die anderen Planeten, das ist eine Geschichte für sich, die Gasplaneten. Da liegt eine Urerde vor, aber die sieht noch nicht so aus wie heute. Dieser schöne, runde, blaue Planet, das ist noch ganz anders. Völlig anders. Der schöne, blaue Planet damals, der war in seiner Urform so eine torkelnde Kartoffel. Immer und immer wieder schlugen noch ein paar Brocken ein. Die waren nicht sehr groß, aber sie schlugen ein, gaben die Bewegungsenergie an diese torkelnde Kartoffel ab. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Der formte sich erst ganz langsam, dieser Körper, dadurch, dass seine Oberfläche systematisch, aufgrund der Drehung, die er hatte, ja, zu einer Kugel wurde, aber vor allen Dingen die Oberfläche aufgeheizt wurde. Es heizte sich alles auf. Der gesamte Körper heizte sich, wurde durchgeheizt. Und das führte nun dazu, dass die Schichten in diesem Körper sich sozusagen absonderten. Das schwere Material, Eisen und Nickel, Sie merken, meine Stimme wird tiefer, das Material wird schwerer. Das schwere Material sank in den Kern dieses neuen Planeten ab. Nickel und Eisen. Das leichte Material wurde verdrängt aus dem Kern, stieg nach oben. Und so hat sich langsam diese Schichtung entwickelt. Man kann sich also richtig vorstellen, vor 4,5 Milliarden Jahren, die Sonne fängt gerade an zu leuchten. So der erste Tag, ja, Fiat Lux, es werde Licht. Ja, der erste Tag. Und sie bescheint einen torkelnden, an seiner Oberfläche völlig ungeordneten Planeten noch, bei dem sich jetzt gerade hauchdünn eine erste feste Kruste bildet. Ich sehe sie förmlich vor mir. Ungefähr so dick wie eine Briefmarke auf dem Handball. Ja? Es bildet sich eine erste feste Kruste auf diesem Planeten, der sich aus Embryoplaneten gebildet hat. Übrigens, das ist auch der Grund, weshalb wir Wasser auf der Erde haben, aber das ist eine andere Geschichte. Also in dieser hauchdünnen Schicht fehlt uns aber noch was. Etwas fehlt uns noch. Es kommt zu einem Einschlag, der ist so gewaltig, dass es die Urerde fast zerreißt. Ein Körper doppelt so schwer wie der Mars, also 20% Erdmasse, schlägt streifend auf die Urerde ein, streifend. Er wird aber völlig zerrissen. Der Eisenkern dieses Einschlägers sinkt in die Tiefe des Erdkörpers ein. Dadurch wird die Erde in ihrem Innern noch anwachsen. Sie wird einen großen Eisenkern bekommen. Die Bewegungsenergie dieses Eindringlings wird in Erdwärme verwandelt. Der Eindringling löst sich völlig auf, so wie auch große Teile der Erdkruste sich ebenfalls auflösen. Es bildet sich in einem Abstand von 60.000 Kilometer von der Urerde in einem Ring ein Begleiter. Dieser Begleiter heißt in unserem Sprachraum heute Mond. Damit ist sozusagen die erste Phase der Planetenentstehung für einen Felsenplaneten tatsächlich zu Ende. Der Mond mit einem Achtzehntel Erdmasse stabilisiert diese torkelnde Kartoffel und bringt sie sozusagen auf Linie. Der Kreisel Erde mit 23,7 Grad Neigung kann sich in Ruhe drehen. Der Mond dreht an der Erde, so wie die Erde an dem Mond dreht. Die Erde zieht am Mond, so wie der Mond an der Erde zieht. Die beiden zusammen machen nun ihren Tanz, der alleine nur durch die Umdrehung umeinander, die Drehung um die Sonne und die gegenseitige Schwerkraftwirkung, also die Gezeitenkraft, tatsächlich ja, dominiert wird. Alle anderen Einflüsse kann man vergessen. Das ist sozusagen das Ende für einen Felsenplaneten wie unsere Erde. Das ist die Geschichte der Erde. Ganz anders, ich muss es dann doch nochmal ansprechen, ist die Geschichte von Gasplaneten. Die Erde ist der größte Gesteinsplanet. Was ist der größte Gasplanet? Der größte Gasplanet ist der Jupiter. Der Jupiter hat 317 Erdmassen. Ich habe schon gesagt, im Innern ist ein Kern von vielleicht 20 Erdmassen. Der Rest ist alles Gas. Das heißt, ein Gasplanet
der muss auf ganz andere Art und Weise entstehen als ein Felsenplanet. Zumal in unserem Sonnensystem die Felsenplaneten innen drin sind. Sie wissen ja, Merkur, Venus, Erde, Mars. Außen die Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Wobei es vor allen Dingen um Jupiter und Saturn geht. Das sind richtig große Gasbrocken. Die haben da draußen offenbar Gas angesammelt. Nun sammelt man 300 Erdmassen größenordnungsmäßig an Gas nicht so an, wie die Erde ihre Masse angesammelt hat, dadurch, dass Protoplaneten zusammengestoßen sind. Das ist ein anderer Prozess, der da wichtig ist. Und dieser Prozess hat was damit zu tun, dass in der ursprünglichen Gas- und Staubscheibe offenbar weit draußen, ach so, das habe ich gar nicht gesagt, der Jupiter ist ja weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Ja, fünfmal so weit. Also Jupiter ist fünfmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Fünfmal. Das ist übrigens nicht normal. Wir haben jede Menge Planetensysteme, wo die Gasplaneten sehr, sehr nah an ihren Zentralgestirnen sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Reden wir über Jupiter. Wie hat der also sein Gas dann zusammengesammelt? Wie geht denn das? Tja, das muss so ähnlich gewesen sein, wie die Sonne ihre Gasscheibe aufgesammelt hat. Wieso haben Sterne überhaupt solche Scheiben um sich herum? Das ist ganz einfach. Sterne entstehen in Gaswolken. Und zwar nicht nur ein Stern, sondern es entstehen viele Sterne. Wie? Auf welche Art und Weise? Das ist eigentlich auch wieder ganz einfach. Es gibt Verdichtungen. Hier ist das Gas in der Gaswolke ein bisschen dichter, da ist es ein bisschen dichter und dort. Und überall da, wo die Gasdichte etwas höher ist, sammelt sich wieder mehr Material an. Nun beeinflussen sich diese Brocken aber gegenseitig, und zwar auf die gleiche Art und Weise wie Erde und Mond. Nämlich es gibt Gezeitenkräfte zwischen den Massen, die sich da bewegen. Die Gezeitenkräfte üben gewissermaßen Drehmomente aufeinander aus. Und schon hat man es dreht sich was. Und wenn sich etwas dreht, dann kann es nicht mehr einfach so in das Zentrum hineinfallen, sondern es fängt an und spiraliert. Und diese Spiralbewegungen führen dann dazu, dass um einen zentralen Gasball herum, um einen zentralen Gaskern herum, aus dem man den Stern werden wird, sich Scheiben bilden. Scheiben, die aus Staub bestehen, ne, so wie diese Gaswolken ja eben auch nicht nur aus reinem Gas bestehen, sondern auch jede Menge Staubteilchen. Also Gas- und Staubscheiben entstehen deshalb, weil aus der Gaswolke, aus der ursprünglich mal viele Sterne entstanden sind, sich alles mögliche Material auf den ursprünglichen neuen Stern drauf spiraliert. Das fällt nicht mehr. Und genauso muss es auch so ein Gasplanet machen. Das heißt, an der Stelle, in der Scheibe, in der der Jupiter mal entstehen soll, da muss es eine Verdichtung geben. Die Verdichtung führt dazu, dass Material auf ihn draufgelegt wird. Ich habe ja gesagt, angefangen hat der Jupiter mit 20 Erdmassen Gesteinsmaterial. Und dieses Zeug hat das sozusagen aufgesammelt, systematisch aufgesammelt, immer weiter und weiter und weiter. Und dann hat sich sogar um den Jupiter haben sie noch Monde drumherum gebildet. Offenbar so ähnlich wie das Sonnensystem um die Sonne haben sich die Monde um den Jupiter herum gebildet. Das ist irre. Also Scheiben in Scheiben in Scheiben in Scheiben. Die Entstehung von Körpern im Kosmos, von den Sternen bis runter zu den allerkleinsten Monden, zu den allerkleinsten Asteroiden, ist immer damit verbunden, dass Material angesammelt wird, dass die beiden Kräfte, nämlich die Trägheit, die mit der Rotation zusammenhängt, und die Schwerkraft, die beiden spielen immer eine Rolle. Aber ohne einen wichtigen Effekt wäre überhaupt kein Planet entstanden. Nämlich den Effekt, dass die Dinge, wenn sie zusammenstoßen, ihre Bewegungsenergie irgendwohin deponieren müssen. Das Zeug wird warm, heiß und klebt dann aneinander. Also, dass es Planeten gibt, hat damit zu tun, dass die Materie im Sonnensystem förmlich aneinander hängt. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, wir hängen auch sehr an diesem wunderbaren Planeten, der eine wahrhaft dramatische Geburtsphase hinter sich hatte.